Hallo, herzlich willkommen zum Vortrag von Professor Dr. Peter Hofmann von der Hochschule für Ökonomie und Management München zum Thema blind im Universum, Metaversum, Barrierefreiheit in virtuellen Räumen. Genau, schön, dass Sie da sind und ja, viel Spaß. Das war's eigentlich. Ja, den Spaß machen wir uns. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, wie gerade gesagt, ich bin Peter Hofmann, meines Zeichens Professor für Wirtschaftsinformatik. Das werden wir gleich vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle sehen oder zumindest mal so ein bisschen in der Richtung diskutieren und darüber sprechen. Aber erstmal müssen wir jetzt einen großen Bogen spannen, damit wir überhaupt den Titel, den ich jetzt ausgewählt habe für den heutigen Beitrag, auch wirklich gerecht zu werden. Denn erstmal müssten wir ja vielleicht mal überlegen, was ist eigentlich dieses Metaversum? Ich greife das nochmal auf, versuche das in meinem Kontext, in dem ich so unterwegs bin, einzugrenzen. Und dann erweitern wir das, was da steht, was wir alle klar lesen können, nämlich die Blindheit auf die Barrierefreiheit ganz allgemein. Denn das mit dem Blind ist ja nur eine Form von Barrierefreiheit, wie das auch im Untertitel angekündigt war. Und wir müssen uns natürlich vielleicht auch erstmal die Frage stellen, was zählt denn da alles rein in diese Barrierefreiheit? Und vielleicht auch die Frage stellen, warum machen wir das denn eigentlich? Gut, und am Ende führen wir beides zusammen und dann gibt es ein paar Vorstellungen davon oder ein paar Beispiele dafür, wie man denn diese virtuellen Räume, in denen wir uns hier im Metaversum bewegen, möglicherweise tatsächlich barrierefrei gestalten können. So, das ist die Übersetzung. Nur für die, die der Braille-Schrift nicht mächtig sind. Ich gebe zu, nein, es war nicht ChatGPT, aber es war ein anderes Werkzeug, was mir das übersetzt hat. Ja, das Metaversum. Alle reden drüber, noch. Der Hype scheint momentan so ein bisschen zurückzugehen. Alle reden drüber, aber keiner weiß, was es ist. Alle reden von sogenannten virtuellen oder immersiven Räumen. Also müssen wir vielleicht erstmal versuchen, diesen virtuellen oder die sehvirtuellen und immersiven Räume zu verorten. Und dazu gibt es ein sehr schönes Handwerkszeug. Das ist dieses Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum, in dem wir beschreiben, wie der Mensch seine Umgebung, seine Umwelt wahrnimmt, wie viele reale Anteile in seine Wahrnehmung einfließen und wie viele digitale Objekte und digitale Artefakte in seine Wahrnehmung einfließen. Dieses Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum hat natürlich dann zwei Extrempunkte. Einmal die klare Realität, die reale Realität, vollkommen frei von allen digitalen Artefakten und Objekten. Wir sehen nur das, was wirklich real ist. Die Damen und Herren Flamingos oder Vögel, da gibt es keine digitalen Artefakte. Das andere Extrem ist genau natürlich die andere Seite. Das sind 100% Virtualität. Und das bedeutet, auf allen Kanälen, die der Mensch hat, auf allen seinen Sinneskanälen, empfangen wir nur noch Informationen, die virtuell sind, beziehungsweise, vielleicht etwas genauer gesagt, die aus einer digitalen Quelle kommen. So. So wie wir das hier sehen, in dem unteren Bild auf diesem Extrempunkt, das ist das typische Bild eigentlich für diese 100% Virtualität. Ich nenne das immer etwas despektierlich, das sind die Menschen mit so einem Brikett vorm Kopf, die sich nämlich diese VR-Headsets aufsetzen. In den VR-Headsets sind zwei Monitore drin und das Einzige, was ich sehen kann, wenn ich das VR-Headset aufhabe, sind die Informationen von den Monitoren. Alles andere ist nicht mehr sichtbar. Das heißt, ich sehe tatsächlich nur das, was daher kommt. Und wenn das jetzt alles aus der digitalen Welt kommt, sind wir vollkommen, zumindest visuell, erstmal abgeschlossen. Dann setzen wir noch ein paar Kopfhörer auf
Wir ziehen noch einen schicken Datensuite an und so können wir uns dann komplett abkoppeln und digital generierte Inhalte wahrnehmen. So, an einer Stelle stoßen wir momentan noch immer an die Grenze. Ja, wir können die Schwerkraft noch immer nicht abschalten. Wir arbeiten immer noch dran, aber wir schaffen es einfach nicht. Also von daher 100% erreichen wir nicht, aber 99, irgendwas Prozent reine reine Virtualität. Das ist der typische Ansatz, den der ein oder die andere hier vielleicht tatsächlich auch kennt, von sich selber zu Hause schon mal mit einem VR-Headset gespielt, tatsächlich gespielt oder sonstige ernsthafte Dinge gemacht. Der andere Weg, diese 100% Realität zu erreichen, ist die sogenannte Cave. Das ist wörtlich übersetzt eine Höhle. Ich bezeichne das immer als die Virtual Reality Squashbox, weil nichts anderes ist das eigentlich. Ein meistens quadratischer oder kubischer Raum, in den wir eintreten und auf alle Seiten, oben, unten und alle Seitenflächen werden halt virtuelle bzw. digitale Informationen projiziert. Ich stehe da drin, habe nicht diese Einschränkung in der Bewegung durchs Headset, sondern kann mich in der Cave vollkommen frei bewegen und habe dann eben den Eindruck, wieder abgesehen von der Schwerkraft, dass ich mich in einer vollkommen fremden, digitalen, virtuellen Welt bewege. Das sind die beiden Extreme, die wir haben. Und wenn wir uns das so anschauen, ist gerade dieser Bereich der 100%igen Virtualität der Bereich, über den Mark Zuckerberg so blumig spricht, wenn er sagt, ja, wir wollen nur noch in dieses Metaversum einsteigen. Und dummerweise hat das echt Spuren hinterlassen, denn wenn wir über das Metaversum sprechen, wird das oftmals tatsächlich gleichgesetzt mit diesen reinen virtuellen Räumen, in die wir vollkommen eintauchen. Aber dieses Spektrum ist breit. 100% Realität, 100% Virtualität, dazwischen können wir unglaublich viel spielen. Wir können also unsere Wahrnehmung der Realität, das, was wir so sehen, mehr und mehr anreichern mit digitalen Informationen. So, das können wir auf den unterschiedlichsten Wegen tun. Zwei Wege habe ich da mal aufgezeichnet oder aufgezeigt. Wir können nämlich zum Beispiel tatsächlich einfach unsere Tablets oder unsere Smartphones irgendwo hinhalten. Das Bild der Realität wird aufgenommen, durchgeschleift auf dem Bildschirm und auf dem Bildschirm werden dann die für diesen Standort und diesen Zeitpunkt passenden digitalen Informationen eingeblendet. Das ist die relativ einfache Variante, die obere Variante, wo es nur um Textinformationen geht. Hier rechts können Sie eine Pizza kaufen. So, das ist alles. Das können wir natürlich deutlich größer machen. Das können wir zum Beispiel machen mit 3D-Informationen, die wir dann punktgenau einblenden. Ich glaube, der Monteur, der wäre sehr dankbar, wenn der Pfeil auf die richtige Schraube zeigt. Das ist dann die Herausforderung, die wir bei dieser Augmented Reality haben. Das ist die angereicherte Realität. So, das Metaversum und das, was Mark Zuckerberg so getrieben hat und wie die meisten Leute das Metaversum verstehen, sieht dann so aus. Das ist der aktuelle Stand des Metaversums. Wir tauchen in einen virtuellen Raum ein. Das ist kein Scherz, das ist aktuell. So, wir tauchen in einen virtuellen Raum ein, der tatsächlich 3D gestaltet ist. In diesen Raum können Sie dann eben entweder über den Browser oder aber eben über das VR-Headset eintauchen. Und Sie können sich hier einem virtuellen Musikevent hingeben, allererster Güte. Sie können mitrocken, Sie können headbangen, Sie können alles Mögliche machen. Wenn es denn Spaß macht. Die Älteren unter Ihnen werden das vielleicht noch kennen aus der Frühzeit der Computerspiele. Schlechtes Rendering in 3D. Die Mittelalten werden das vielleicht noch kennen unter dem Schlagwort Second Life. Erstaunlich und erschreckenderweise hat sich die Qualität nicht wirklich verbessert. So. Wie gesagt, dieses Beispiel, was Sie hier sehen, ist ein reales Beispiel, ein aktuelles Beispiel für das Metaversum. Das war das sogenannte Metaverse Music Festival 2022.
Das einzig Schöne daran ist, dass wir nicht mehr lebende Personen jetzt auferstehen lassen können und die rocken für uns. So. Ob das jetzt schön ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber jetzt gehen wir mal in diesen Bereich dazwischen, in diesen Augmented Reality Bereich und stellen uns vor, wie sieht das denn jetzt eigentlich aus, wenn wir also unsere Realität, die Wahrnehmung der Realität durch digitale Artefakte anreichern. Stellen Sie sich drauf ein, das wird kommen. Ich sehe begrenzte Begeisterung. Stellen Sie sich wirklich darauf ein, das wird kommen, denn spätestens die Marketingleute finden das total toll, wenn sie irgendwo im Supermarkt mit ihrem Wagen rumfahren und sie kriegen direkt eingeblendet, bing, hier rechts im Sonderangebot Kokosnüsse. So. Okay, da ist es, ne? Ich gebe zu, das ist nicht ganz echt, das ist nur eine Simulation, aber in diese Richtung wird es gehen. Auch hier müssen wir natürlich sagen, die Qualität der 3D-Darstellung, also auch von dem Hund, der da unten eingeblendet war, naja gut, so wahnsinnig dolle war das nicht. Aber von dem Ziel hätte man natürlich, oder von dem Zweck aus, hätte man sein Ziel natürlich erreicht. Die Leitung, die Führung des Kunden durch den Supermarkt. Oder aber der Hinweis im Bus zu Anfang des Videos, Achtung, Sie müssen jetzt hier aussteigen. So, also eigentlich alles super, ne? Genau. Okay, wie gesagt, die Qualität der Grafik finde ich jetzt nicht so dolle. Das geht auch besser. Auch das ist kein Scherz. Die Leute gehen im Publikum total ab. Das ist ein echtes Konzert in einer echten Arena. Das Dumme ist nur, die guten Personen, die da auftreten, die gibt es alle gar nicht. Das sind alles Manga-Figuren. Wie bitte? Nee, das kommt aus Japan. Das ist eine Manga-Figur aus Japan. Aber das Konzert, dieses Konzert hier, was wir hier gerade gesehen haben, das hat in Paris stattgefunden. Und diese Figur, Miku Hatsune, die geht auch auf Tour. So, das heißt, wir gehen, auch das ist das Metaversum, wir gehen tatsächlich in irgendeine reale Eventstätte und schauen Personen zu, die es nicht gibt. So, und die Leute gehen voll darauf ab. Die interessieren sich dafür. Ich kann für die Älteren nur sagen, nicht drüber lachen. Ja, viel besser noch als die Filme. Fahren Sie nach London und Sie können ABBA auftreten sehen als Avatare. Genau in dieser Form. Also das gibt es für alle Altersklassen und auch für alle Musikgenres. Also auch Ronnie James Dio ist wieder auf der Bühne. Der ist schon etwas länger tot. Auch Michael Jackson tritt wieder auf. Das kriegen wir alles wieder auf die Bühne. Und auch das ist das Metaversum. Wir reichern die Realität mit diesen digitalen Artefakten entsprechend an. So, wir wissen, was das Metaversum ist. Dann schwenken wir jetzt zu dem anderen großen Themenbereich, nämlich die Frage Blindheit bzw. Barrierefreiheit. Okay, bei Blindheit könnte ich jetzt einfach eine schwarze Folie zeigen. Aber vielleicht sollten wir erstmal darüber nachdenken, was ist denn Barrierefreiheit eigentlich? Was ist das Ziel der Barrierefreiheit? So, das Ziel der Barrierefreiheit wird auf ganz vielen unterschiedlichen Leveln tatsächlich definiert.
So, das fängt ganz weit oben an, organisatorisch und institutionell, auch bei der WHO, die eben genau das sagt, was da steht. Barrierefreiheit ist die Gestaltung von Umgebungen, Produkten, Dienstleistungen, die von allen Menschen genutzt werden können, unabhängig ihrer Fähigkeiten und ihrer Vorbildung. So. Da können wir jetzt ganz viele Beispiele für diese Definition aufgreifen. Die Beispiele, egal aus welchen Quellen die kommen, die sagen immer alle dasselbe. Es geht darum, dass wir jeden Menschen mitnehmen, egal welche Fähigkeiten er hat, egal wie sehr er behindert ist, wie er behindert ist. Ich sage zu dem Begriff Behinderung gleich noch ein bisschen was. Ich nutze den hier wirklich sehr, sehr bewusst. Generell müssten wir natürlich eigentlich sagen, wir müssen das aufgreifen, was da steht, nämlich dieser erste Satz, der eingerückt ist, schließt sowohl physische als auch digitale Räume und Informationen ein. Und denn das Erste, was uns eigentlich einfällt oder was wir als Antwort bekommen, wenn wir irgendjemanden auf der Straße fragen, was ist denn Barrierefreiheit, ist dann immer die Antwort, ja, wenn jemand mit dem Rollstuhl in das Haus rein kann. Das ist nur eine Form der Barrierefreiheit. Okay, ich, Professor für Wirtschaftsinformatik, mich interessieren diese echten Gebäude nicht, mich interessieren die digitalen Artefakte und die digitalen Anwendungen. Wenn wir fragen, was ist denn Barrierefreiheit in der Informatik oder im Webdesign, dann kriegen wir direkt immer die Antwort, vermeide weiße Schrift auf weißem Grund und mach die Schrift groß, damit die auch jeder lesen kann. Und auch das ist nicht allumfassend. Wir müssen ein bisschen weiterdenken an dieser Stelle. Upsa. Aber vielleicht sollten wir erst einmal die Frage stellen, ist dieser ganze Umgang und dieser ganze Bereich Barrierefreiheit eigentlich tatsächlich wirklich relevant? Ist das sinnvoll, dass wir uns da ganz bewusst mit auseinandersetzen? Gerade im digitalen Raum, in der digitalen Welt, können wir davon ausgehen, dass all diese digitalen Werkzeuge, die digitalen Kanäle, die auf uns einprasseln, auch in Zukunft immer noch weiter zunehmen werden. Der eine oder andere leidet vielleicht jetzt schon unter der Vielzahl der digitalen Artefakte, die wir immer wieder wahrnehmen und mit denen wir arbeiten, aber das wird noch deutlich mehr werden. So, fragen Sie mal die ganzen Zeitschriften zum Beispiel und auch die Fernsehsender, die natürlich unter dieser zunehmenden Bedeutung der Digitalität entsprechend leiden. Da wird ganz viel in die Digitalität abgeschoben. So, insofern ist natürlich diese Auseinandersetzung, wir wollen alle in die digitale Welt reinholen, natürlich von ganz hoher Relevanz. So, und dann steht da noch was anderes, der Begriff, den wir immer so heroisch vor uns hertragen, die Inklusion. Wir müssen alles inklusiv halten. Natürlich auch wieder mit demselben Ziel, auch wie es da steht. Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, kranke Menschen, in dem Falle hier in das Metaversum einzuholen und reinzulassen. Ihnen die Möglichkeit zu geben, diese virtuellen Räume auch tatsächlich betreten und benutzen zu können. So, mit den ganzen Zielen, die da unten stehen, soziale Isolation und überhaupt Spaß und Teilhabe an der Gesellschaft und so weiter. Was für hehre Ziele. Ich behaupte, das ist von den Zielen her, natürlich ist das richtig, die abzuholen, aber von der Argumentation her ist das totaler Quatsch. Fänden Sie einen barrierefreien Zugang für Webinhalte für sich wichtig? Warum nicht? Au, da müssen wir gleich drüber diskutieren. Viel mehr als dieser hehre Gedanke, den wir hier, dieser heroisch hehre Gedanke, Inklusion, den wir unbedingt erfüllen müssen, ist eigentlich was ganz anderes, die uns alle dazu treiben sollte, alle unsere Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten. Jeder von uns, auch Sie, auch ihr, auch Sie, auch ich, auch meine Studenten. Wir profitieren von Barrierefreiheit. Eigentlich ein ganz plakatives Beispiel. Wieder der Rollstuhlfahrer, der natürlich die Treppen nicht raufkommt,
was machen wir für den? Ein Lift. Ich bin immer froh, wenn es einen Lift gibt. Dankeschön. Ich bin zwar jetzt nicht behindert und ich glaube nicht, dass ich behindert bin. Also ist ein Lift für mich doch ganz angenehm. Und das gilt auch für vieles andere, auch im Web. Wenn wir es schaffen, diejenigen, die wirklich, wie gesagt, ich sage den Begriff hier bewusst, behindert sind, in das Netz einzubeziehen, also in die digitale Welt mit einzubeziehen, wenn wir schaffen, dass die diese Webseiten zum Beispiel schneller verstehen, dann profitieren wir da auch von. Wir werden gleich noch ein Beispiel dafür sehen. Okay, also User Experience für alle, das gibt sogar tatsächlich, nee, da noch nicht, komme ich gleich nochmal drauf, das gibt es tatsächlich als allgemeinen gestalterischen und designerischen Ansatz als Designschule. Freie Gestaltung für alle. Aber vorher sollten wir vielleicht diese Barrierefreiheit nochmal definieren. Was fällt denn da eigentlich alles drunter? Wie wir es gerade gesagt haben, der Rollstuhlfahrer, das ist Barrierefreiheit. Der Blinde ist natürlich auch Barrierefreiheit. Das heißt, wir unterscheiden erstmal zwei große Gruppen, nämlich, wie wir es hier sehen, die sensorischen und die physischen Barrieren, die es zu überwinden gilt. Wie gesagt, diese sensorischen Barrieren sind immer die ersten, an die wir insbesondere in der digitalen Welt denken. Die, die nicht sehen können oder schlecht sehen können oder die nichts hören können. Physische Barrieren haben wir eben drüber gesprochen. Die, die möglicherweise irgendwie in ihrer Bewegung, Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Der Rollifahrer oder auch der ältere Mensch mit dem kleineren Tremor. Versuchen Sie mal, so einen Tremor zu simulieren und dann auf dem Handy den richtigen Kontakt zu treffen. Viel Spaß. Mal gucken, wen Sie dann anrufen. Ja? So, das heißt, diese zwei Gruppen sind die großen Gruppen der Barrierefreiheit, über die wir erstmal nachdenken. Und wir sehen schon, ich meine, wir können einmal an uns runterblicken und wir sehen, wie viele Sinneskanäle wir eigentlich haben. Also Kanäle, auf denen wir unsere Umwelt wahrnehmen. Aber das ist natürlich nicht alles, deshalb der untere Bereich. Wir haben ja auch noch die Aktionskanäle, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Das heißt, wir gehen, das, was ich hier die ganze Zeit mache, ich gehe hier wild hin und her, ich gestikuliere mit den Armen. Dazu zählt aber auch das Mimische, das Gestische. All das sind physische Barrieren, die wir eventuell auch berücksichtigen müssen. Jemand eine Idee, was damit gemeint ist? Nee, das nun, also die Anwendung wäre mir neu. Nein, auch nicht. Ja, alles gut, ich frage ja deshalb. Sag nochmal laut. Ja! Wir müssen einfach neue Wege des Denkens finden. Herzlichen Glückwunsch. Genau, das stimmt. Das ist die Definition einer Brieftaube. Okay, wir sind jetzt nicht mehr in Deutschland, wir sind in der Schweiz. Das ist schweizerisches Behördendeutsch. So, schön, dass du mich gerade so unterlaufen hast. Aber alle anderen haben es, glaube ich, gezeigt. Das ist verdammt schwer, sowas wirklich zu verstehen. Da musst du echt kreativ sein, super. Da musst du echt kreativ sein. So, das haben wir aber nicht nur in der Schweiz, das haben wir natürlich auch in Deutschland. Ich habe mal extra kein Beispiel aus dem Beamtendeutsch genommen, sondern nur allein von der Post. So. Ich habe das bewusst. Da amüsiert sich jemand, das ist schön. Ich habe das bewusst genommen, weil ich glaube, diese Beispiele aus dem Finanzamt kennen wir alle. Versuchen Sie mal zu verstehen, diese Erläuterungen zu den Lohnsteuererklärungen, die Sie abgeben müssen. Herzlichen Glückwunsch. Wäre es nicht ein Traum, um einen meiner Kollegen zu zitieren, wäre es nicht ein Traum, wir würden die Texte so gestalten, dass die tatsächlich jeder direkt verstehen könnte. Das ist nichts mit Barrierefreiheit. Das hilft auch uns, die wir erstmal uns nicht als behindert betrachten. So, und das ist allerdings auch der große Bereich, den wir in der Barrierefreiheit oftmals tatsächlich so ausklammern, nämlich dieses Mental-Kognitive.
Auch das zählt in diesen weiten Bereich der Barrierefreiheit entsprechend mit rein. Yippie, all das sollen wir jetzt in das Metaversum bringen. Klasse. Das geht, wir werden es gleich sehen, das geht tatsächlich. Na, aber es ist eine riesen Herausforderung und wir haben eine riesen Anwendungs- oder Angriffsfläche, wo wir da eigentlich alles unterwegs sein müssen. Jetzt bin ich ja Wirtschaftsinformatiker, deshalb muss ich natürlich auch mal die wirtschaftliche Frage stellen, macht das denn eigentlich Sinn? So, ich habe nur mal die Zahlen jetzt für den Bereich Blindheit und Sehbehinderung vom BBSB, dem Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund, genommen. Die gelten jetzt auch nur für Bayern und sind von, ich glaube, 2020 war es. Allein in Bayern haben wir etwa 16.000 Leute, die eine finanzielle Förderung und Unterstützung durch das Land bekommen. Nur für Blindheit bzw. Sehbehinderung. Also für die paar Millionen Bayern, die hier rumlaufen, finde ich 16.000 Leute nur dafür schon relativ viel. Und wir hatten eben diese Silhouette gesehen mit den ganz vielen Pfeilen drumherum, sensorisch und auch physisch. Da kommen ja die anderen noch alle zu. Also es sind nicht nur, das bleibt nicht nur bei diesen knapp 16.000. Über die kognitiv Eingeschränkten möchte ich nicht reden. Das lässt wahrscheinlich die Zahl platzen. So, das heißt, wir haben also tatsächlich auch in dem, wenn wir es tatsächlich auf Behinderte beziehen, auch einen wirtschaftlichen Faktor, den wir erreichen können, den wir berücksichtigen müssen. Wenn wir meine Argumentation von eben verfolgen, Barrierefreiheit für alle, dann wäre es super. Dann ist es ja noch mehr, dann ist die wirtschaftliche Relevanz ja noch deutlich größer. Eigentlich müsste ich jetzt Sie und Ihre Vorstellung der Barrierefreiheit im Web schon mal aufgreifen, aber das machen wir etwas später. Denn ich werde das gleich belegen, so wahnsinnig gut sieht das im Web mit Barrierefreiheit tatsächlich gar nicht aus. So, und deshalb diese ganzen hehren Ansätze, über die ich eben so ein bisschen weggelästert habe, die sind natürlich alle korrekt. Ich möchte das nicht anders sagen. Natürlich sind das gute Ziele. Aber das bedeutet Aufwand, Dinge so zu gestalten, dass sie auch wirklich jeder benutzen kann. Ich schließe mich ein, ich bin ein fauler Sack. Ich habe gar keine Lust, mir Gedanken über Dinge zu machen, die mich gar nicht interessieren. So, warum soll ich mein Manual meiner Software, die ich entwickelt habe, denn anders schreiben, sodass auch jeder die wirklich verstehen kann? Ich bin schon froh, dass ich die überhaupt schreibe. Warum soll ich mir Gedanken darüber machen, welche Farbwahl, welche Farbschemata und so weiter ich benutzen soll? Das betrifft mich alles nicht. Und das ist eine der großen Quellen, warum wir Barrierefreiheit im Netz gar nicht so häufig finden. Sie werden sich gleich wundern mit den Zahlen im Hintergrund. So, weil das so ist, nicht nur weil ich ein fauler Sack bin, sondern weil wir es einfach nicht tun, haben wir auf ganz vielen Ebenen Vorschriften, auch Standards, aber auch Vorschriften, auch gesetzliche Vorschriften, dass wir barrierefrei gestalten müssen, insbesondere auch im Web und damit auch kommend im Metaversum. Das fängt auch wieder relativ weit, nein, ganz oben an, das fängt sogar richtig weit oben an mit den United Nations. Das ist der zweite Satz, die Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Und natürlich etwas tiefer auch auf dem deutschen, das deutsche Grundgesetz besagt, dass niemand wegen seiner Behinderungen irgendwo benachteiligt sein darf. So, immerhin haben wir schon mal gesetzlichen Druck. Das brechen wir jetzt ein bisschen runter. Dazwischen steht noch diese Web Content Accessibility Guidelines. Das ist nichts, was irgendwo einen juristischen Hintergrund hat. Das sind einfach Guidelines, Standards, die vorgeschlagen werden von denen, die Standards und Protokolle für das Web, das WWW, festlegen. Die sagen oder die beschreiben auch, wie man die Inhalte im Web barrierefrei gestalten kann. Das sind Standards und Guidelines. Sind wir aber nicht verpflichtet, die einzuhalten. Wäre schön, wenn, müssen wir aber nicht. Was wir einhalten müssen, ist allerdings das, was da drunter steht, dass der Web Accessibility Act und insbesondere in Deutschland die Überführung in das praktische Recht, die, ich muss immer schauen, ich finde unsere deutschen Gesetzesnamen so toll, die barrierefreie Informationstechnikverordnung. Seit 2006 ist jede öffentliche Einrichtung
verpflichtet, seine Webangebote, seine digitalen Angebote im WWW nach den Standards des Web-Content-Accessibility-Guidelines zu gestalten. Alle Ministerien auf Landes- und Bundesebene, auch die kommunalen, alle öffentlichen Einrichtungen wie Universitäten, Behörden und Sonstiges. Auch das Finanzamt. So. Ich möchte Sie jetzt nicht auffordern, hier an dieser Stelle das Finanzamt aufzurufen. So, wir werden uns tatsächlich wundern. Das ist ein Gesetz. Das müssen wir machen. Seit 2006. Es wird aber noch besser. Ganz aktuell gibt es die Erweiterung davon, nämlich den European Accessibility Act und auch das, ich liebe dieses deutsche Wort, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Ganz toll, ne? Also das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das die Realisierung, die nationale Realisierung dieser European Accessibility Act halt umsetzt. Ab 2025 müssen alle Produkte und Dienstleistungen, die neu auf den Markt kommen, barrierefrei gestaltet sein. Alle. Das heißt, alle digitalen, aber auch alle physischen Produkte. So wie es da unten steht. Nicht nur die Webseite vom Finanzamt, sondern auch der neue BMW, der da auf die Straße kommt. Das ist ein physisches Produkt und der muss barrierefrei gestaltet sein. Wir schaffen das schon nicht im Web mit digitalen Inhalten. Ich bin gespannt, wie das ab 2025 aussieht. Ja. Das ist eine gute Frage. Doch, darfst du. Genau, du. Ja. Ja, man darf noch Treppen produzieren, aber den Zugang zu einem Haus oder zu einem Raum müssen wir so gestalten, dass neben der Treppe dann auch eine andere Möglichkeit des Erreichens gegeben ist. Also der Aufzug zum Beispiel. Also das geht noch. So, aber wir müssen alle physischen Produkte so gestalten. Auch das hier. Okay, das geht sogar möglicherweise noch. Aber wir müssen über alle unsere Gestaltungen, unsere Hardware wirklich nachdenken. Okay, wir könnten jetzt viel, die Diskussion mache ich jetzt hier tatsächlich nicht. Die Formulierung des Gesetzes ist unglaublich schwammig und weich. Wir können das ganz leicht unterlaufen. So, da sollen sich die Juristen drum kümmern. Aber generell, wir haben allmählich den Druck. Wir müssen es machen. Jetzt sind Sie wieder an Bord. Barrierefreiheit im Digitalen von Webseiten. Ich finde das ziemlich erschreckend. Diese Majestic ist eine Consultant-Agentur für Web-Content und die bewerten regelmäßig so die etwa 1 Million wichtigsten Webseiten im Web. Die bewerten die unter anderem eben auch laut den Standards des W3C, also dieser Web-Content Accessibility Guidelines, ob die Inhalte tatsächlich komplett barrierefrei sind. 1,9%. Ich finde das schön, von daher war Ihre Antwort total super. Wir kriegen das gar nicht mit, wie gering eigentlich dieser Anteil tatsächlich ist. Erschreckend. Interessiert uns ja auch nicht. Wir können ja gucken. Relativ gut. Und wir haben auch keinen Tremor für die Maus oder für das Touchpad. Ja, so. Finde ich erschreckend, aber das muss sich jetzt radikal ändern, wenn dann dieser European Accessibility Act wirklich greift. So. Genug. Lass uns einen Blick in das Web werfen. Das ist eine aktuelle Webseite. Also zumindest am Anfang des Semesters war die noch aktuell. Ich kontrolliere die immer, bevor ich die meinen Studis zeige. Die gab es noch. Arngren.net ist irgendein Online-Shop. Ich habe da noch nie bestellt. Wahrscheinlich, weil ich ja nichts gefunden habe, was ich bestellen wollen würde. Aber das, wenn irgendjemand irgendwas Gutes im Webdesign findet, an der Seite, möge er mir das bitte sagen. Ich habe da noch nichts Gutes gefunden. Da ist so alles falsch dran, was man, glaube ich, falsch machen kann. So, allein schon da unten, wer genau hinschaut, unten der Scrollbar, der es zulässt, dass ich nach rechts und nach links scrollen muss und kann, um den kompletten Content zu sehen.
Arngren, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich wollen die als schlechtes Beispiel immer genannt werden, ist ja auch eine Form des Marketing. Die machen das seit Jahren. Also ich kenne die seit mindestens 10 Jahren, die Seite. Die hat sich nicht wirklich verändert. So. Da haben wir schon Probleme, das zu machen. Oder da das zu finden, was wir bestellen wollen. Aber immerhin, die Ehrenrettung von Arngren oder für Arngren, wir sehen da ganz viele farblich hervorgehobene Texte. So, auch da oben, wo da, ich kann wirklich kein Norwegisch, ich kann mich nur entschuldigen, aber wenn da irgendwas steht wie Vorbrucker Elektronik oder Batterie und Ladere oder RC-Produkt, wer jetzt näher rangeht und sich das genauer anschaut, der sieht, dass das nicht einfach nur blau ist, sondern dass das 3 unterschiedliche Blautöne sind. Eine Navigations- und Strukturhilfe. Geht ja fast schon in Barrierefreiheit. Stellen Sie sich vor, Sie sind farbenblind. Dann wird die Seite gleich nochmal deutlich spannender. Klasse. So, das ist das normale Web, das wir halt so kennen. Die Lösungen dafür, da brauchen wir gar nicht drüber reden, die haben wir alle. Da gehe ich jetzt auch ein bisschen drüber hinweg. Na, wir haben all diese Text-zu-Sprache, Sprache-zu-Text-Lösungen. Wir haben die Gestaltungsregeln, die Guidelines. Wir nutzen sie halt einfach nicht. Oder hat jemand von Ihnen schon mal den Screenreader für Browserinhalte genutzt und sich die Webseite vorlesen lassen? Ja, das kann man machen. Ja, ne, aber wenn die Gestaltung nicht stimmt, dann liest er Ihnen aber sonst was vor. Das wird spannend, was der Ihnen dann vorliest. Ja, also da ist nichts mehr mit erfolgreicher Navigation oder so. Ja, das heißt, wir machen das einfach nicht, weil das manchmal auch, ich gebe das zu, in der Umsetzung, in der Anwendung für den Designer technisch echt schwierig ist. Gebe ich zu. Aber trotzdem hätten wir was davon. Okay. Gehen wir drüber hinweg. Jetzt, aber jetzt endlich, das Metaversum. Jetzt kommen wir in diese Augmented Reality Welt, da unten, oder wir kommen in die VR-Welt. Fangen wir bei der VR-Welt mal an. Finden Sie das, was Sie da sehen, barrierefrei? Ja, das ist schwer. Da bin ich vollkommen bei dir. Das schränkt auf jeden Fall, dieses VR-Headset ist ein ganz normales, was du kaufen kannst. Das schränkt auf jeden Fall die Bewegungsfreiheit ein. Insbesondere, der hat da hinten ein Kabel, der ist verkabelt. Der kann nicht weit weglaufen. Ja. Ja. Das ist ein großes Problem. So, und dieses Ding wiegt so, weiß ich nicht, so 3,5 Kilo. Also für mich kein Problem. Ich habe ziemlich starke Nackenmuskeln, behaupte ich jetzt einfach mal. Das Ding setze ich mir auf und dann gehe ich halt durch diese virtuelle Welt. Wie ist denn das mit Kindern? Würden Sie Ihrem Kind, Ihrem Sohn, so ein Ding aufsetzen und ihn damit rumlaufen lassen? Ich weiß, wie das aussieht. Irgendwann sind die Nackenmuskeln einfach nicht mehr ausreichend. So, und generell, wenn ich sage, ich kann damit rumlaufen, alles kein Problem, das stimmt nicht. Wenn ich mir so anschaue, wie lange ich im Internet unterwegs bin, wie lange ich täglich vor meinem Bildschirm sitze und ich müsste mir vorstellen, ich hätte 8 Stunden lang oder länger dieses Ding auf, nö, also das würden meine Nackenmuskeln auch nicht mehr mitmachen. So, das heißt, wir fangen da schon an. Es geht noch nicht mal um diese digitalen Inhalte, sondern es geht tatsächlich um auch diese Gestaltung der Interaktionsgeräte, die wir barrierefrei machen müssen. Laut der European Accessibility Act, die wir jetzt haben. So. Schwieriger wird es noch bei dem anderen Beispiel, der Augmented Reality. Wir leben davon, dass wir möglicherweise irgendwelche Kontrastwechsel und Farbwechsel wahrnehmen, wenn wir ein fremdes Objekt, ein digitales Objekt in unsere reale Wahrnehmung einblenden. Wir erkennen schon dadurch, dass dieser Kran oder dieser Roboter, den wir da einsetzen, dass der in weniger Farben oder sogar komplett in Schwarz-Weiß dargestellt wird. Daran erkennen wir, dass das ein virtuelles Objekt ist. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie seien
irgendwie farbeingeschränkt in ihrem Sehen. Machen wir erstmal das. So, hier habe ich jetzt einfach nicht die komplette Farbenblindheit, sondern die Blaublindheit simuliert. Wir haben möglicherweise überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, welche der augmentierten, der angereicherten digitalen Objekte denn wirklich nicht wirklich sind. Das kann ganz schnell, auch insbesondere in solchen Situationen, wo es um Arbeitsplatzsituationen geht, um Arbeitssicherheit geht, zu ganz problematischen Sicherheitsfragen führen. Es ist gar nicht so einfach, diese barrierefreien, auch die physischen Barrieren tatsächlich zu überwinden. Ich meine, wir können sowieso nicht in Virtual Reality, wenn jemand so eine Brille aufhat, einfach sagen, mach doch die Eingabe dann anstatt Sprache, weil du sowieso nicht sprechen kannst mit Tastatur. Das funktioniert nicht. Und genauso wenig funktioniert das, da oben ist das Beispiel mit der Braille-Tastatur. So, also diese Gestaltung dieser virtuellen Räume, sowohl der vollen virtuellen Räume als auch der Augmented Reality Räume, ist gar nicht so einfach. Wir haben viele Lösungsmöglichkeiten, aber wir müssen ganz viel darüber nachdenken, wie wir sie tatsächlich dann auch implementieren. So, nochmal dieses Beispiel von dem Bus in verschiedenen Ausprägungen der Farbenblindheit. Die gibt es ja in den unterschiedlichsten Arten. Also spätestens hier unten an dem Regal habe ich so meine Probleme, die eingeblendeten Smarties, die um den Joghurt herumfliegen, tatsächlich noch wahrzunehmen und die abzugrenzen. Das ist aber die Zukunft. Da soll es ja hingehen. Egal, ob wir das Metaversum nennen oder nicht. So, da soll es hingehen und da müssen wir dann tatsächlich dran arbeiten. Wir tun das. Jetzt kommen wir endlich zu den Lösungsstrategien. Jetzt nicht erschrecken, dass da hinten so ein privates Umfeld abgebildet wird. Das war der erste Versuch, den wir abgebildet haben oder den wir realisiert haben. Wir haben tatsächlich, einer meiner Studenten an der FOM hat tatsächlich den Versuch unternommen, diese virtuellen Räume, also diesen virtuellen Raum, den wir hier auf der einen Seite sehen, so zu übertragen und zu gestalten, dass eben auch eine blinde Person wie die, die wir auf dem anderen Bild sehen, in diesem Raum navigieren und mit den Objekten im Raum umgehen kann. Natürlich sehen die nichts, die Blinden, das ist natürlich klar. So, aber wir brauchen an der Stelle dieses VR-Headset, um die Position des Blinden, also der Person im Raum zu registrieren, um zu wissen, wo ist der, in welcher Richtung schaut er und wie schaut er. Das nehmen wir alles über dieses Headset entsprechend auf. So, aber wie können wir diesen, wie können wir diesen Menschen denn jetzt tatsächlich teilhaben lassen? Das, was mein Student gemacht hat, das klingt immer gut, ne? Was der Student gemacht hat. Der hat eine Schnittstelle programmiert und diese Schnittstelle überträgt diese visuellen Informationen des Raums, die Raumgeometrie, in eine gesprochene Information. Wir sehen diesen blauen Strahl, der da in den Raum hereinragt. Und überall, wo der Student oder der Blinde halt entsprechend hinzeigt, bekommt er vorgelesen, was in dieser Richtung alles ist und was er machen kann. Und das funktioniert hervorragend. Das ist jetzt nur ein ganz kurzer Ausschnitt davon. Das funktioniert tatsächlich hervorragend. Vielleicht, wir müssen noch ein bisschen an der Genauigkeit des Strahls und der Registrierung des Strahls arbeiten. Manchmal zeigt der Strahl auf ihre Frau, wenn ich so auf sie zeige. Aber das ist ein bisschen Nachjustierung. Das kriegen wir schon tatsächlich hin. Interessant für mich als Nichtblindem war an der Stelle eine ganz andere Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das ist eine Erfahrung, die das unterstreicht, was ich eben gesagt habe. Barrierefreie Gestaltung ist ausgesprochen aufwendig für den Gestalter. Stellen Sie sich vor, dieser blinde Mensch zeigt einfach irgendwo in den Raum und es wird ihm ganz normal erzählt, was in dieser Richtung alles existiert. Das dauert ewig. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Sehbehinderten und Blinden,
Die drehen einfach mal die Vorlesegeschwindigkeit hoch. Und dann wird aber ganz schnell erzählt, was da alles in der Richtung ist. Also das, was unter dem Video liegt, ist die vierfache Redegeschwindigkeit. Da habe ich jetzt extra mal runtergedimmt an der Stelle. Die vierfache Redegeschwindigkeit, stellen Sie sich vor, ich würde viermal so schnell reden und Sie müssten das alles verarbeiten. So, und mir ist gesagt worden von den Probanden, die wir hatten, dass vierfach eigentlich noch Spielerei ist. Also 8- bis 12-fach wäre normal. Ich bin raus. An der Stelle bin ich dann behindert. Das kann ich nicht. So, das ist eine Erfahrung, die wir selber gemacht haben. Wir haben eine Reihe von Probanden eingeladen, verschiedene Aufgaben zu machen in diesem ganzen Szenario. Also der Blinde sollte ein Xylophon finden und Xylophon spielen. Große Herausforderung, die Navigation, wo ist das Xylophon und wie greife ich eigentlich diesen Schlegel für das Xylophon? Die haben da ganz viel und ganz lange mit probiert. Wir haben ihnen die Aufgaben gegeben und danach haben sie noch frei probiert und die waren alle total begeistert davon. Das heißt, der Markt wäre tatsächlich da. Auch die Blinden wollen in die virtuellen Räume rein. Nur wenn wir die weiterhin so gestalten, wie wir das momentan machen, keine Chance. Das heißt, wir müssen solche und ähnliche Wege gehen. Ja. Wir kriegen auch die Rollstuhlfahrer rein ins Metaversum. Denn das, was wir eben mit der Brille hatten, dass wir uns einfach so bewegen können und getrackt werden, das ist natürlich eine Herausforderung für den Rollstuhlfahrer zum Beispiel. So, großes Problem, das wir haben, so wie wir das hier sehen, typische VR-Ausrüstung, VR-Headset, Controller. Wie soll denn der Rollstuhlfahrer jetzt bitte von A nach B kommen? Ich müsste jetzt die Räder bewegen. So. Das heißt, hier muss die Denkweise anders erfolgen oder hier wird die Denkweise umgedreht. Derjenige, der im Rollstuhl sitzt, bleibt in dem Rollstuhl sitzen und mit seinen Controllern simuliert er jetzt die Bewegung. Also entweder so oder aber auch so, wie auch immer. Schwimmbewegung, so, die ist virtuell. Sie bleibt hier an der Stelle sitzen, aber der Avatar, der digitale Zwilling im virtuellen Raum, bewegt sich. Sie hat tatsächlich noch weitere Probleme, nämlich muskuläre Probleme. Sie kann einfach ihre Arme nicht weit heben, weil sie einfach keine starken Muskeln hat. So, auch das können wir, und das ist der ganz klare Vorteil, das können wir über die Parameter unserer Software, ich rede jetzt von unserer Software, ist nicht meine, das ist nur ein Beispiel dafür, wie es generell geht, aber das können wir tatsächlich ganz genau einstellen. Das heißt, wir können sagen, okay, diese kleine Bewegung in der Realität ist diese Bewegung des Avatars in der Virtualität. Und wir können auch sagen, okay, wenn sie den Arm nicht heben kann, dann heben wir doch einfach den Ursprung in der Virtualität an und schieben also die Controller, die in der Virtualität zu sehen sind, einfach nach oben. Das funktioniert. Das ist der klare Vorteil, den wir haben, in der Virtualität tatsächlich. 5 Minuten noch. Das können wir tatsächlich alles so machen. Das geht sogar noch weiter. Sie hat echt Probleme. Sie hat eine echte Behinderung in dem Sinne, dass sie tatsächlich anders geformte Hände hat, verformte Hände hat. Sie hat keine Chance, die normalen Controller, die wir halt normal haben, wirklich so zu nutzen, wie das vorgesehen ist. Und die Informatiker unter uns und die angehenden Informatiker, die werden vielleicht noch die Kinect von Microsoft kennen. So ein Ding kann man vor jemanden mit einer solchen Beeinträchtigung und Behinderung tatsächlich stellen. Diese Kinect nimmt ein Kamerabild auf, nicht nur eins, sondern ständig ein Kamerabild auf. Diese Kinect nimmt dazu noch ein Infrarotbild und auch ein Radarbild auf. Und damit können wir ganz genau das komplette Skelett des Users tracken. Wir können ganz genau registrieren, welche Position die Hände und alle Teile des Körpers im Raum tatsächlich haben. Wir brauchen keine Controller mehr.
Schade eigentlich für die aktuelle Umsetzung, auch für die Informatiker. Die Kinect gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Unglaublich schönes Spielzeug. Ich weiß, wovon ich rede. Aber die gibt es leider nicht mehr. Das heißt, wenn, dann muss man irgendwo eine gebrauchte auftun, damit man da auch selber mal ein bisschen mit rumspielen kann. Da gab es auch ganz klasse, tolle Spiele, die man spielen konnte, ohne programmieren zu müssen. Na, also auch das ist sicherlich eine Möglichkeit, wie wir die Behinderten, und jetzt sage ich denen das Wort nochmal ganz gezielt, die Behinderten in das Metaversum reinkriegen. Behindert bedeutet, und deshalb sage ich das auch so offensiv hier, behindert bedeutet nicht, dass jemand nicht der Normalität entspricht. Was ist Normalität? Wenn ich mich hier so umblicke und einfach mal durchzähle, wie viele von Ihnen eine Brille tragen, und von den übrig gebliebenen, wie viele von den übrig gebliebenen Kontaktlinsen tragen und wie viele von denen, die dann noch übrig bleiben, ihre Brille einfach nicht tragen, weil es nicht schön aussieht, dann sehen wir, dass dieser Begriff der Normalität auf einmal sehr fragwürdig ist. Dann bleibt nämlich von den Normalsichtigen nicht mehr wirklich viel über. So, das heißt, allein diese Standardisierung des Begriffs normal ist relativ schwer. So, behindert heißt nicht, dass jemand nicht normal ist. Behindert heißt, dass jemand behindert wird, teilzuhaben. Das ist nicht seine Schuld, das ist meine Schuld, weil ich es so gestaltet habe, dass er da nicht reinkommt. Und das ist das, was wir in die Köpfe von Entwicklern und Gestaltern reinkriegen müssen. Wir behindern die Benutzer, an allen anderen Welten teilzuhaben oder an allen anderen Erlebnissen teilzuhaben. Das ist unsere Herausforderung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin offen für Ihre Fragen. Geht das? Ja, geht. Ja. Wir haben jetzt allerdings nicht viel Zeit, weil der nächste Vortrag schon um 2 anfangen soll. Ich und weiß, dann auch noch eine Umbaupause nötig ist eigentlich, um die Technik umzuswischen. Aber ich bin noch was hier. Genau. Herr Professor Hoffmann noch hier ist, vielleicht könnten Sie ja Ihre Fragen dann auch abseits stellen, beziehungsweise vielleicht oben, also da oben ist ein Gastrobereich, da gibt es auch ein Sofa und draußen gibt es auch Kaffee, falls Sie lieber an die frische Luft wollen oder so, also dass Sie Ihre Fragen vielleicht lieber stellen, weil es die Umbaupause eben jetzt noch nötig ist, aber wenn es ganz dringende Fragen gibt, können wir vielleicht 1-2 Fragen noch kurz klären. Gibt es die? Keiner schreit. Jetzt habe ich alle eingeschüchtert, oh je. Ich hoffe nicht. Es traut sich keiner mehr. Ich kann sonst meinen Avatar holen, der ist noch freundlicher. Naja, ja. Vielen Dank. Der nächste Vortrag fängt eben um 2 dann schon an und es geht um Quantenmechanik vom Herrn Professor Glaser. Da sind Sie natürlich auch herzlich willkommen.